Zurück in der Frisierbar geht es Nadine an die Brille. Ein neues typgerechtes Modell muss her. Mandy hat sich 4 Brillen bei Apollo ausgesucht. Von der Form ähneln sich die Brillen, aber von der Farbe her gibt es Unterschiede. Ein Modell sticht besonders hervor. Ich habe mich für dieses Modell entschieden, weil mir die Form oben sehr gut gefällt, die sich deinen Augenbrauen gut anpasst und die Farbe für dich optimal ist. Die Brille ist gefunden, jetzt geht es weiter mit den Haaren. Denn hier ist eine Veränderung dringend nötig. Angefangen schon bei der Haarpflege, bisher wäscht sich Nadine nur einmal in der Woche die Haare. Mandy rät ihr daher, öfters zum Shampoo zu greifen. Nach dem Waschen kommt die Schere zum Einsatz. Mandy hat die Frisur ganz genau vor Augen. Durch gezielte Schnitte kommt sie ihrer Vorstellung von einer stylischen Frisur für Nadine immer näher. Insgesamt wird die Haarlänge kürzer. Durch den Schnitt sollen neue Akzente gesetzt werden. Ich habe mich bei Nadine ganz bewusst für einen Styling-pflegeleichten Haarschnitt entschieden, weil sie selber nicht so der Föhner ist, früh wenig Zeit hat und es sportlich und einfach mag. Weiter geht's mit dem Färben. Hierfür wird das Haar stufenweise koloriert. Als erstes trägt Mandy zur Grundierung ein frisches Blond auf. Noch gründlich auswaschen und dann wird es farbenfroh. Gleich 3 Farben hat sich Mandy rausgesucht. Violett, Tintenblau und Pink. So entsteht ein schöner Farbverlauf. Nächster Schritt, Make-up. Mit einem Concealer deckt sie Unreinheiten im Gesicht ab. Einen glitzernden Lidschatten verteilt sie übers gesamte Auge und trägt zusätzlich noch einen Lidstrich auf. Mit einem Mascara verlängert und verdichtet sie die Wimpern. Abschließend kommt mit einem Konturenstift Rot auf die Lippen. Die Farbe hält besser als bei einem Lipgloss. Das Zwischenergebnis ist hier schon gut sichtbar. Abschließend wird geföhnt und gestylt. Hierfür empfiehlt Mandy ein ganz spezielles Beauty-Produkt. Mein Zuschauertipp für heute: gegen feines, kraftloses Haar ein Haarverdickungsspray. Es kräftigt und gibt mehr Fülle. Noch schnell die letzten Handgriffe und die Verwandlung ist abgeschlossen. Zeit fürs Finale. Nadine, hier ist dein neues Ich. Oh, geil. Ey, mein Chef wird ausflippen, wenn er mich morgen sieht. Wieso? Warum? Ey, nee, das sieht echt geil aus. Super geil. Komm mal her. Komm mal her. Bitte, bitte, gern geschehen. Und ich hoffe, dass es jetzt so bleibt eine Weile. Beim direkten Vergleich der Vorher-Nachher-Fotos wird die Veränderung noch deutlich sichtbarer. Nadine wirkt jetzt weiblicher und eleganter. Ihr Gesicht kommt durch die neue Brille und die farbigen Haare jetzt noch viel besser zur Geltung. Und auch das neue Outfit kann sich sehen lassen. Nadine ist voll happy. Also mein neues Ich gefällt mir sehr gut. Die Haare sind super schön, die sind lebendiger, sind spritziger, sie sind nicht mehr so störrisch wie vor meiner Verwandlung. Die Sachen finde ich auch super schön und in Zukunft werde ich wahrscheinlich auch öfters mehr so eine eleganteren Sachen tragen als wie sportlichere Sachen. Um den neuen Look festzuhalten, steht zur Überraschung noch ein Fotoshooting an. Fotograf René Tröger setzt sie dabei gekonnt in Szene. Egal ob klassisch oder modern, mit passenden Bildlooks kennt er sich aus. Und Spaß macht es mit ihm obendrein auch noch. Nadine braucht sich mit ihrem neuen Ich absolut nicht verstecken. Vielleicht klappt es ja jetzt auch bei der Partnersuche.